Also, erst einmal Rüstung verstärken. Wir haben nämlich zwei Funkeltitanit bekommen. Damit können wir die Brustrüstung zweimal verstärken. So, dass sie einigermaßen so gut wird wie die alte Elite-Ritter-Rüstung, die wir vorher hatten. Wo ist sie denn? Da? Ja, jetzt ist sie sogar schon besser. Nach zweimal upgraden. Zwar nicht viel, aber etwas. So, und jetzt packe ich noch die beiden Reißerkeiler-Helme weg. Genau, die da. So, ist sonst noch was? Das ist unsere neue Rüstung. Und ansonsten ist hier nichts mehr. Aber ich glaube, wir haben ein Kristallschild bekommen, was ziemlich useless ist. Kristallritterschild, genau. Und Sanctus müssen wir auch noch wegpacken. Erscheinungsbild, Schädellaterne behalten wir. Talisman. Beschleuniger, Langbogen. Da. Grant wegpacken. So. Zaubereinstimmung. Du gehst mal weg für Sturzkontrolle. Die brauchen wir hier nämlich. So, und dann können wir uns hier mal umsehen. Also, da haben wir schon mal einen schnarchenden Wächter. Und da haben wir Gegner voraus. Okay, jetzt haben wir drei Gegner, die aber ziemlich schnell sterben zum Glück. Gut. Und noch eine Tür. Verschlossen. Okay. Die bringt uns also schon mal nichts. Die ist auch verschlossen. Also haben wir keine andere Wahl, als den Wächter durchs Gitter zu erschlagen und uns den Zellenschlüssel zu nehmen. Ja, Sesam, öffne dich. Uiuiui. Ja, genau, ihr solltet wegrennen. Bei euch tut die Pisakas auch jagen. Das ist nicht ganz so gut für euch. So. Dich habe ich angeschlagen. Wenn du wieder runterkommst, töte ich dich. Also ja, die haben auch ziemliche Angst vor den Viechern, die gerade freigelassen wurden. Und die auf uns zugerannt kommen. Ja, wir haben nämlich einen Alarm ausgelöst. Au. Ja, bespuck mich ruhig, so. Immer darauf achten, genau, der kommt nämlich schon. Von hinten kommt noch ein Pisaka. So heißen die Viecher nämlich. Ja, dich habe ich nicht eingeladen. Weg mit dir. Gut. Jetzt gehen wir erst einmal da runter und gucken, dass wir den Alarm abstellen. Der ist nämlich äußerst nervig. Und zwar ohne dabei von Pisakas getötet zu werden. Die können doch recht anstrengend sein, die Viecher. Eine gute Taktik ist es, sich einfach umbringen zu lassen. Weil, wenn man respawnt, geht der Alarm aus. So. Ob das so gewollt ist oder nicht, das lasse ich mal so stehen. Aber das wäre die einfachere Möglichkeit, ohne den nervigen Alarm. Weil nur durch den Alarm sind die Pisakas so aggressiv. Aua. Das kann jetzt schmerzhaft sein. Vor allem, weil ich in ihre Zelle reingebunkert werde. Und da sterbe ich. Au.
Genau. Wenigstens ist der Alarm jetzt aus. Und ich kann... Ja, die laufen komischerweise immer weg. So. Bleibst du da? So. Genau, machen Abflug. Gut, die Pisakas sind wieder in ihrer Zelle, die aber offen bleibt. Dafür ist der Alarm aus. Gut. So, das heißt, wir können wieder runter und uns unseren Seelenhaufen zurückholen. Die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht. Ach, wenn ich vorsichtig sein muss wegen den Pisakas hier. So, genau. Die sind nämlich jetzt immer noch aggressiv, aber nicht mehr ganz so sehr wie vorher. So. Genau, drei auf einen Streich oder zwei. Und sie geben gut Seelen. Wow. Aua. Das finde ich wiederum nicht so toll. Aber ja, sie bleiben meistens in ihrer Zelle, wenn der Alarm aus ist. Dafür kriegen wir andere Gesellschaft. Nämlich zwei Schlangenkrieger. Wow. Au. Die normalerweise oben bleiben sollten, aber manchmal kommen sie auch runter. Da fühlen sie sich ein bisschen angepisst. So. Instant Death from behind. So, und jetzt weg mit den restlichen Pisakas. Die ab und zu mal auch Menschlichkeit dabei haben. Jupp. Ja, und da hinten sind zwei Stück, die weinen. Das waren nämlich mal Frauen, bis Seath the Scaleless, also Seath der Schuppenlose, diese Dinge aus ihnen gemacht hat. Erlösen wir sie mal von ihrem Leiden. Ey, ich sagte, wir erlösen euch von eurem Leiden und kriegen dafür Wunder. Denn das hier waren die Dienerinnen von Guinevere und die geben uns ein paar Wunder. Und zwar haben wir jetzt das lindernde Sonnenlicht und das gnädige Sonnenlicht bekommen. Kann ich euch mal kurz zeigen? Lindernde Sonnenlicht. Allen mit Guinevere, der Prinzessin der Sonne im Bunde stehenden gewährtes Wunder. Stellt viele TP von Wirker und Umgebung wieder her. Die Wunder der Guinevere, der von allen verehrten Prinzessin, gewähren ihre Segnungen vielen Kriegern. Und ja, dasselbe hier nochmal. Also diese Wunder können wir nur benutzen, wenn wir im Sonnenprinzessinnen-Eid sind, was wir ja gerade sind. Ja, Wache der Prinzessin. Die kriegen wir von Guinevere nicht selber, weil Guinevere ja eine Illusion ist. Ah, halt. Bevor ich da hochgehe, ist hier noch jemand, den wir kennen und mit dem wir reden wollen. Hey, Kumpel. Hello again. What a chance meeting this is. Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives. Such a storehouse of knowledge. So close, but just out of reach. The thought offends me so, I could simply die. As a student of the arts, you understand me, eh? Mm-hmm.
Hello again. Alas, I'm in the thought of as a student. Also ja, Logan lässt sich gerne mal einfangen. Gut, da können wir ihm aber dann später raushelfen, wenn wir den passenden Schlüssel gefunden haben. Wir müssen erstmal gucken, dass wir hier weitermachen. Und ja, er sagt, dieses Archiv ist ein riesiges Wissensgedöns. Dafür ist es aber auch ein riesiges Gefängnis. Und ja, du kannst mich mal mit deinem Blitzen. Stirb. So, ich sag dir, stirb. So, du bist eine normale Truhe, soweit ich weiß. Riesentürschlüssel. Genau, der öffnet die große Tür oben. Wo wir hergekommen sind. Da oben, genau. Und hier könnte ich den Alarm wieder einschalten, der zum Glück aus ist und mit Schlangenhaut bespannt. Ja. Sehr makaber. Gut. So, jetzt gehen wir wieder die Treppe hoch und tun jetzt die ganzen Zellen, die ich ignoriert habe, mal unter die Lupe nehmen. Ja, eine riesige Bibliothek, in der in die Zellen eingebaut wurden. Und die Bücher sind ziemlich klein für einen schuppenlosen Drachen. Teilweise. Ja, und eine kaputte Maschine in der Mitte könnte eine Uhr gewesen sein. So, hallo Kumpel. So, weg mit dir. Dann können wir deine Zelle betreten und uns hier drin umsehen. Ja, hier liegt nämlich was? Archivzelle Extraschlüssel. Oh, und eine Zelle höher könnten wir sogar hier runterspringen. Ah, ich mache aber die Zelle sicherheitshalber wieder zu. Na, noch nicht von innen. Von außen, Mensch. Genau. Danke. Das heißt, wahrscheinlich können wir hier aus dieser Zelle hier runterspringen. Und die mal da drin etwas verhauen, bevor wir sie rauslassen. So, ja, du kommst ja netterweise. Okay, den Hintermann habe ich getötet. Der Vordermann hält sein Schild hoch. Oder auch nicht. So. Zellenschlüssel benutzt. Du hast was dabei. Ein Kadekus-Schild. Ja, und hier könnten wir dann theoretisch halt in die andere Zelle runterspringen, was allerdings nicht viel bringt. Ja. Tolle Konstruktion in einer Bücherei, Gefängniszellen aufzubauen. Seth ist echt kaputt im Kopf. So. Zu mit der Tür. So, wie viele Türen haben wir denn noch? Da drüben liegt auf jeden Fall etwas, was wir uns holen werden. Archivzelle Extraschlüssel, genau. Benutzt. Weil es gibt zwei Schlüssel für die Archive. Kann ich euch ja mal kurz zeigen. Ich habe euch eher lange keine Schlüssel mehr gezeigt. Käfigschlüssel öffnet Hängekäfig in Sens Festung. Den hier haben wir auf jeden Fall noch nicht gehabt. Schlüssel zu den Fluttoren von Neulondo. Mit dem die der Finsternis verfallenen vier Könige weggesperrt wurden. Als die Intelligenz hier einst in Neulondo eindrang. Also irgendeine hohe Macht wahrscheinlich. Und die Geister der Finsternis. Ach nee. Das sind die Siegler gewesen. Und die Geister der Finsternis und die vier Könige wegsperrten. Wurden bewusst die blühende Kultur der Stadt und zahlreiche Leben vernichtet, die nun als Geister durch die Ruinen streunen. Also ja, klingt sehr unschön. Käfigschlüssel. Schlüssel für den hängenden Käfig in Sens Festung. Wenn ein unbesonnener Abenteurer im Versuch, die Festung zu erstürmen, erschöpft werden, in ihn die Schlangenmänner nicht töten, sondern in einen Käfig sperren. Und wenn sie ihn nicht vergessen, verstecken sie ihn später an einen unbekannten Ort. Ja, da sind wir wohl gerade. Weil hier sind auch Schlangenmenschen.